Kaum ein Politiker ist so beliebt wie er und kaum einer ist so widersprüchlich. Das ist ein Grüner, der auch im Schützenverein ist, ein Ex-Kommunist, der auch praktizierender Katholik ist und ein Naturschützer, der gut mit der Autoindustrie kann. Seine Anhänger sagen, er hat die Grünen zur Volkspartei gemacht. Die Kritiker klagen, er verkauft die grüne Seele. Das Thema bei Sandra Maischberger. Der Grüne, den die Schwarzen lieben. Unser Gast? Der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann. Später die Kabarettistin Marin Kollmann und der Publizist Jakob Augstein. Einen schönen guten Abend. Schön, dass Sie da sind und die Zeit gefunden haben, hierher zu kommen. Guten Abend, Herr Kretschmann. Ja, der Katholik, der Ex-Kommunist, der Naturschützer, Industrieversteher. Dann haben Sie auch noch Seehofer verteidigt. Sie sind für viele ein Rätsel. Können Sie das nachvollziehen? Eigentlich nicht. Ich meine, man muss da nicht in eine Schublade gesteckt werden, ja, und ein Klischee bedienen. Die Welt ist kompliziert, Menschen auch. Jeder Mensch hat verschiedene Seiten und nicht nur eine, die man ihm so gern zuspricht. Ja, aber so ganz unterschiedlich. Also würden Sie sagen, immerhin, Sie sammeln in sich Widersprüche? Sicher. Schon. Wer ist schon eine widerspruchsfreie Person? Bei den Grünen streben wir zwar alle ein, die Einheit unseres Wollens herzustellen, aber das bringt niemand hin, sonst gäbe es ja das Wort eigentlich gar nicht. Man sagt immer, eigentlich wollte ich das gern tun, tut es doch nicht. Das zeigt, dass wir eben widersprüchlich sind. Das ist auch, finde ich, ganz logisch. Da der Mensch zur Freiheit berufen ist, bewegt er sich eben in Widersprüchen. Ich würde Sie gerne am Anfang der Sendung mal in einer schnellen Runde versuchsweise festnageln, indem Sie sich festlegen müssen auf entweder oder Fragen. Das geht ganz schnell. 10 Stücke sind es. Also, die erste ist ganz leicht. Tofu-Wurst oder Schnitzel? Schnitzel. Wandern oder Porsche fahren? Wandern. Tesla oder Mercedes? Mercedes. An den Fußballfan die Frage, SC Freiburg oder VfB Stuttgart? VfB Stuttgart. Das ging schnell. IKEA oder Baumarkt? Das erste. IKEA. Baumarkt. Bauen nach Zahlen ist nichts für Sie, ne? Joint oder Bierkrug? Bierkrug. Immer schon? Immer schon. Das andere Mal probiert wenigstens? Ein einziges Mal und es hatte keine Wirkung, dann habe ich es gelassen. Zurück zum Bier. Die Frage an den Opernfreund, der Sie aussehen, Verdi oder Wagner? Wagner. Seehofer oder Ramelow? Oh, nee, das beantworte ich nicht. Also warum das nicht? Entweder oder nicht. Das ist doch so ähnlich wie Tofu oder Schnitzel. Seehofer oder Ramelow, wenn Sie als Ministerpräsidenten Kollegen mit denen zusammensitzen, wer ist Ihnen denn näher? Vielleicht kann man es so lösen. Unterschiedlich. In manchem ist mir der Seehofer näher, in anderem der Ramelow. Wahrscheinlich über die Strecke gesehen ist mir der Seehofer näher. Über die Strecke gesehen dann doch Seehofer. Ich gehöre ja einem südlichen Geberland an, einer wirtschaftsstarken Region. Da verbindet uns vieles. Und da sind sicher auch manche Differenzen zum Ramelow. Aber auch mit dem Ramelow arbeite ich gut und gern zusammen. Das war es doch länger. Die 9. Frage, TTIP oder kein TTIP? Das muss erst mal verhandelt werden. Ja. So wie es jetzt dasteht. Es ist ja schon verhandelt worden, bis zu einer gewissen Reife, könnte man sagen. So wie es jetzt ist. Ich glaube, so wie das jetzt ist, wird es nicht. Und die letzte Frage an den Naturliebhaber. Orchidee oder Kaktus? Orchidee. Dabei gibt es einen Kaktus, der jetzt nach Ihnen benannt ist, habe ich gelesen. Wusste ich nicht. Haben Sie den gefunden? Aber Sie müssen sehen, Orchideen ist mir näher. Das sind einheimische Pflanzen, die ich kenne. Kakteen sind nur angelernt. Ich habe gelesen, Sie haben was gegen eingewanderte Pflanzen. Also ausländische Pflanzen kommen Ihnen nicht in den Garten. Haben Sie Angst vor Überfremdung im Vorgarten? Es gibt sogenannte invasive Neophyten. Ja, Neophyten sind alle Pflanzen, sagen wir, die vor Kolumbus nicht gab bei uns. Und diese invasiven Neophyten, das sind gar nicht viele, die schädigen einfach
das Ökosystem, in dem sie sich da ausbreiten und alles andere verdrängen und niedermachen. Und das ist jetzt eine biologische Frage und keine andere. Ja, hoffentlich macht die AfD in ihrem Landtag daraus nicht eine politische Wendung. Na ja, gut, ich meine, wenn sie sich da austoben würden, um irgendwelche Neophyten rauszureißen, würden sie wenigstens was Gutes und Vernünftiges tun. Sie wissen, dass ich es anders gemeint habe, nämlich auf die Flüchtlinge bezogen. Aber Sie diskutieren schon weniger gerne heute, als das Sie tatsächlich machen, wenn man sich Sie als Pragmatiker vorstellte, als politischen Pragmatiker. Das wäre nicht ein, das wäre keine Beleidigung, oder? Nein, Gegenteil. Wir haben nämlich nachgeschaut, dass Sie schon sehr lange pragmatisch und lösungsorientiert sind. Kann man sehen, wenn man sehr, sehr, sehr tief ins Archiv greift und dort dann einen Bericht findet aus dem Jahre 1981, der zweierlei zeigt. Erstens, ja, Herr Kretschmann war immer schon lösungsorientiert. Und zweitens, ja, er hat die deutschen Haushalte durchaus mit revolutioniert. Winfried Kretschmann, heute einer der mächtigsten und einflussreichsten Politiker Deutschlands. Was wenige wissen, 1981 hat dieser Mann die deutsche Toilettenspülung nun ja revolutioniert. Seine Vision, den Wasserverbrauch deutlich zu senken. Ein Politiker mit kloreicher Idee. Ich habe jetzt einen Vorschlag gemacht, dass man zum Beispiel bei der Klosettspülung spart, indem man zum Beispiel eine Zwei-Stufen-Regelung macht, entsprechend den physiologischen Bedürfnissen auf dem Klo, klein, groß. Dazu gibt es schon Erfindungen. Da kann man erhebliche Mengen Wasser sparen. Die Begründung des jungen Grünen, ein echtes Untergangsszenario. Es treten insbesondere im Grundwasserbereich ganz akute Probleme auf. So ist zum Beispiel das Grundwasser im Oberrheingraben um 8 Meter gesunken. Und weiter nördlich im Hessischen Ried führt das schon zum Absterben der Vegetation, der Bäume und zum Häusereinsturz, weil sich durch dieses Grundwasser absenken, senkt sich der ganze Boden und die Häuser zeigen Risse und sind vom Einsturz bedroht. Herr Kretschmann, war das Ihr Ernst? Die Häuser sind vom Einsturz bedroht, weil wir zu viel Wasser durch die Toilettenspülung jagen? Kann mich jetzt daran nicht mehr so genau erinnern. Das ist ja ungefähr 30 Jahre her. Aber so dunkel fällt es mir jetzt wieder ein, dass jedenfalls der Grundwasserspiegel dort gesunken ist und das zu den Folgen führt, die da benannt ist. Das hat schon gestimmt. Und Ihnen haben wir diese heute ja sehr gängige Erfindung in wahrscheinlich jedem deutschen Haushalt zu verdanken. 2 Tasten an der Spüle. Glaube ich jetzt nicht. Das lag ja schon vor. Das waren alles so Prototypen. Als ich das gesagt habe, haben mir die Erfinder das gleich geschickt. Jedenfalls ist es heute Standard. Mhm. Ist es typisch Kretschmann, wenn man das mal verbreitert, dass Sie wirklich eher lösungsorientiert sind, als eben jetzt lange über Visionen nachzudenken? Also erstmal, Politik ist eine wirklich pragmatische Veranstaltung. Aber ich glaube andererseits, dass man auch Visionen braucht. Aber die Visionen, denen kommt man nur näher, wenn man pragmatisch arbeitet. Also ich will jetzt das nicht verabsolutieren. Jetzt mal die Bundeskanzlerin nehme, die ist, glaube ich, da etwas anders einsortiert als ich. Die, sehr pragmatisch. Ja, die ist Popper. Das ist Popper, Stückwerktechnologie. Karl Popper, nicht Popper, sondern Karl Popper. Ich arbeite an dem, was da ist, Stück für Stück weiter. Ich bin ja bekannterweise ein Hannah Arendt-Anhänger und glaube, dass Menschen dadurch Macht ausüben, indem sie sich um eine gemeinsame Idee versammeln. Mhm. Und dadurch können sie Welt verändern. Und das nennt man Macht. Mhm. Also Macht entsteht daraus. Das heißt, man braucht eine Idee, um die man sich schart. Aber es taugt nicht jeder. Also wenn ich jetzt zum Beispiel denke an den Veggie Day, eine Idee einer Parteifreundin, die gedacht hat, einmal in der Woche
kein Fleisch essen bringt nicht nur der Gesundheit was, sondern vor allem eben auch dem Weltklima und der gesamten Welternährungssituation. Da waren Sie ein absoluter Gegner. Überhaupt nicht. Ich halte es für ein Sie haben gesagt, das ist Bevormundung. Ich halte das für einen innovativen Vorschlag. Ja? Aber Sie haben sich dagegen... Katholische Kirche hat es Jahrhunderte gemacht. Aber Sie haben sich dagegen gewehrt, dass man das auch in ein politisches Programm durchsetzt. Ja, das Sie ist haben ein Unterschied. Frau Kühners dafür offen kritisiert. Nicht jede Idee, die gut ist, dient dazu, dass die Politik sie jetzt auch vorschreibt. Wobei ich glaube, das gar nicht so war. Ich glaube, das war eher ein großes Missverständnis. Sondern der Kontext dieses Vorschlags, mit dem, was die Grünen alles so machen wollen, hat uns eben dann dieses, zu dem Image geführt, wir sind eine Verbotspartei. Aber der Vorschlag an sich ist höchst innovativ, vernünftig. Alle Menschen wollen gesünder leben, dass man einmal am Tag jetzt in der Kantine kein Fleisch anbietet. Was soll man dagegen ernsthaft sagen? Es geht um was anderes. Die Politik muss vorsichtig sein, den Menschen Vorschriften für ihre persönliche Lebensführung zu machen. Darauf reagieren Menschen zu Recht empfindlich. Ich habe letztens mal gesagt, dafür ist die Politik nicht die richtige Trompete, um das zu machen, sondern die Politik hat eine andere Aufgabe. Es muss einen Rahmen schaffen, in dem die guten Eigenschaften des Menschen befördert und die weniger guten sozusagen hintangestellt werden. Das ist der Sinn von Politik. Also Frau Kühners und Sie unterscheidet, dass Sie den Veggie Day gut finden, es aber als Vorschlag nur machen würden und eben nicht als eine Art von Vorschrift. Sie dachte an landeseigene Kantinen, wo man anfangen könnte, also in dem Bereich, wo die Politik ist sozusagen im eigenen. Ja, da muss man einfach vorsichtig sein. Die Leute wollen sich nicht vorschreiben lassen, wann sie was essen. Ja, da muss man einfach aufpassen. Das ist auch gar nicht nötig. Solch einen Vorschlag braucht man in einer Zeit, in der sowieso alle oder sehr viele darauf achten, im Kern gar nicht machen. Aber dass eine Kantine auch fleischlose Gerichte anbietet, das sollte schon Standard sein. Ihr Berufswunsch war mal Pfarrer, da waren Sie klein. Beruflich weitergekommen sind Sie dann tatsächlich als Lehrer. Sie waren Lehrer und dann sind Sie Politiker geworden. Warum ist denn der Politiker besser? Für Sie, was hat Sie da rausgebracht aus dem Lehrertum? War das zu langweilig, dann doch nur Vorschläge für Kinder zu machen? Ich habe mir als Lehrer nie gelangweilt. Ich bin einfach ein politischer Mensch. Schlichtweg, so Menschen gibt es eben, die sind sehr politisch. Zu denen gehöre ich, das ist eine Leidenschaft von mir. Und die hat mich da einfach letztlich reingetragen, wobei ich meinen Lehrerberuf sehr, sehr lange auch ausgeübt habe. In Baden-Württemberg gab es ein Teilzeitparlament, ja, bis noch vor einigen Jahren. Und da habe ich den Beruf immer nebenher auch ausgeübt. Sie haben die Grünen mitbegründet in Baden-Württemberg. Sie sind schon seit 1980 im Landtag gewesen. 30 Jahre später der erste grüne Ministerpräsident. Sie sind der erfolgreichste Grüne, das kann man, glaube ich, so sagen. Und gleichzeitig sind Sie der, an dem sich alle immer wieder fragen, ist der überhaupt grün? Ist das ein ganz falscher Eindruck, dass Sie häufig einfach woanders sind als der grüne Mainstream? Das sehe ich gar nicht so. Natürlich bin ich durch und durch ein Grüner. Ich habe die Partei gegründet. Ich glaube, das sind etwas klischeehafte Wahrnehmungen, weil man einzelne Konflikte fürs Ganze nimmt. Ich bin durch und durch grüner Politiker. Wir fangen mit den Klischees an und gehen aber dann sozusagen in die Sachfragen. Tatsächlich, Kretschmann und die Grüne Ideale beschäftigt viele Menschen, unter anderem unsere Kollegen von Extra 3, die haben sich dieser Frage satirisch angenommen. Das ist Johannes Schlüter, ein Grüner der ersten Stunde und Weggefährte von Winfried Kretschmann. Ja, ich kenne den Winfried schon, da waren wir beide noch grün hinter den Ohren. Aber schon in den 80ern merken Schlüter und seine Fundi-Freunde, dass Kretschmann irgendwie anders ist. Mit grüner Gesinnung hat er nicht viel am Hut. Hört euch mal das an. Um an die Macht zu kommen, müssen wir halt ein bisschen unsere grüne Ideale verraten. So blödes Geschwätz, oder? Grüne Ideale verraten. Winfried, kannst du dir das vorstellen? Ich denke nicht nur, dass ich mir das vorstellen könnte, sondern dass die Grünen das anstreben sollten. Oh, Menno.
Nachdem dann jahrelang Funkstille herrschte, bekommt Schlüter plötzlich unerwarteten Besuch. Wer sind Sie denn? Sind Sie von der CDU? Mein Name ist Winfried Kretschmann und ich bin Ihr Ministerpräsident. Ach du grüne Neune, Winfried! Mensch, hast du dich verändert? Komm rein! Ja, Winfried, du bist ja jetzt voll der Hardliner geworden in der Asylpolitik, ne? Asylpaket 2, kein Familiennachzug mehr. Das ist ja eigentlich voll gegen unsere grüne Gesinnung, ne? Das hat nichts mit irgendwelcher grünen Gesinnung zu tun, die wir sonst mal hatten. Hatten? Wieso hatten? Sag mal, Winfried, ich glaube, du hast deine grüne Seele an die Macht verkauft. Sie lächeln, aber Sie lachen nicht. Sie finden es nicht witzig? Doch, bedingt. Es ist ein Klischee, aber die Zitate stammen aus einem Interview der Kollegen von Monitor, wo Sie wirklich aus der Haut gefahren sind, weil es eben genau darum ging, dass Sie in einer wichtigen Frage, da ging es um die Asylpolitik und die Frage eben der sicheren Herkunftsländer, anders stehen als ein großer Teil Ihrer Partei. Sind Sie empfindlich, wenn man Ihnen vorwirft, Sie seien eigentlich gar nicht grün? Wahrscheinlich schon, sonst hätte ich ja nicht so reagiert. Mhm. Aber wenn Sie es jetzt an der Flüchtlingspolitik festmachen und den sicheren Herkunftsländern, Sie haben sich für einen Vorschlag ausgesprochen, gegen den der Rest oder ein großer Teil der Partei war, sind Sie dann nicht mehr grün oder die anderen? Wer hat denn da die grünen Ideale besser im Blick? Was ist denn das grüne Ideal in der Frage? Ich meine, wir haben eine klare Linie der Ministerpräsidentenkonferenz vereinbart. Mhm. Diejenigen, die aus Bürgerkriegsgebieten kommen und politisch verfolgt sind, denen gewähren wir Schutz, Aufnahme, Hilfe, integrieren sie. Die aus anderen Gründen kommen, auch wenn sie verständlich sind, schicken wir zurück. Das war eine Reaktion auf den großen Flüchtlingsstrom, der zu uns gekommen ist. Und das ist das, was ich pragmatischen Humanismus genannt habe. Ja? Was soll denn die Alternative dazu sein? Die muss man ja benennen. Das haben Ihre grünen Kollegen getan und haben gesagt, Marokko, Algerien, Tunesien sind keine sicheren Herkunftsländer, weil es dort Verfolgung gibt und gute Gründe, diese Länder zu verlassen. Ich meine, da kann man ja unterschiedlicher Auffassung sein darüber. Ja? Deswegen ist ja nicht der eine sozusagen der Promotor von Grün, der andere der Verräter. Es kommt ein bisschen auf die Menge der Dinge an, die man sich nicht einig ist. Die meisten Dinge im menschlichen Leben sind nicht extrem. Und schon gar nicht in der Politik. Und das ist auch nicht, was ich betreibe. Sondern die Dinge müssen wir alle Fragen abwägen. Und da gibt es nicht Ja oder Nein. Da muss man dazu ein Ergebnis kommen. Aber die Haltung einer Partei gibt es sehr wohl. Und es fällt einfach auf. Also aktuell sind es zwei Fragen. Da geht es um Vermögens- und Erbschaftssteuer, wo Sie gegen einen großen Konsens sind in der Partei. Oder die Abschaffung der Verbrennungsmotoren. Ab 2030 sind Sie auch dagegen, als alleine auf weiter Flur. Deshalb die Frage, fühlen Sie sich eigentlich häufig so, dass Sie sagen, in die Partei gehöre ich gar nicht hin? Überhaupt nicht. Ich meine, dann sind die anderen alle falsch drin. Nein, aber es sind doch Differenzen in einzelnen Fragen. Mhm. Jetzt schauen Sie mal, es gibt 80 Millionen Menschen in Deutschland. Die unterscheiden sich alle. Und dass man da von die Leute jetzt in ein paar Parteien packt, ist ja höchst erstaunlich. Das heißt, wenn Sie in einer Partei sind, können Sie doch niemals alles für richtig finden, was da gemacht wird. Das ist doch völlig ausgeschlossen. Wo ist denn die Grundsatzfrage, an der sich herausstellt, ob jemand grün ist oder nicht? Es muss ja ein paar Markenkern geben einer solchen Partei, den man eben dann nicht umstößen kann. Welcher wäre das? Ja, der Markenkern der Grünen ist, dass sie die Natur in die Mitte der Politik getragen haben. Alles andere, was sie bearbeiten, war doch schon da. Eben, Verbrennungsmotoren abschaffen ab 2030. Ja, aber ich meine, wenn man so etwas fordert, muss man doch einen Plan haben, wie ich dahin komme. Jetzt kann eine Oppositionspartei so etwas fordern. Aber wenn ich dem zustimme als Ministerpräsident, dann fragt mich doch jeder, Herr Kretschmann, wie machen Sie das? Wie kommen Sie dahin? Das kann ich aber nicht beantworten. Weil das ist eine gegriffene Zahl, die soll jetzt vielleicht ein Signal setzen. Das ist auch richtig. Wir müssen sehr schnell in die Elektromobilität kommen. Aber von solch einer Festlegung
in so einer konkreten Frage auf einem Termin halte ich nichts. Das kann man nämlich nachher nicht einlösen, jedenfalls ich nicht. Das heißt, ich bin der Chef einer Regierung. Wenn ich solche Ansagen mache, dann muss ich sagen können, wie ich dahin komme, kann ich aber nicht. Also lieber keine Ansagen machen und keine Leitplanken geben für auch wirtschaftliche Entscheidungen. Das muss man entscheiden, ob man die Ansage machen kann oder nicht. Ich mache auch Ansagen, aber ich muss mir ja überlegen, ob ich die auch einlösen kann. Ja. Sie haben ja sehr lange in dieser Partei immer schon die Rolle, also ältere Zuschauer werden das noch wissen, den Streit zwischen den sogenannten Fundamentalisten und den Realos, also Fundis und Realos. Sie waren ein Oberrealo. Sie haben unheimlich viel eingesteckt in den frühen Zeiten. Sie sind auf Parteitagen geschmäht worden. Man hat sie einen Halbfaschisten genannt. Joschka Fischer hat sie ein bisschen verniedlichen, einen Waldschrat genannt. Sie sind zweimal aus der Partei raus oder aus der Partei Arbeit, zurück in den Lehrerberuf und wieder rein. Haben Sie jemals gedacht, Sie werden diese Partei ganz verlassen, weil Sie wirklich da nicht hinpassen? Nicht wirklich. Ich hatte schon mal so einen Konflikt, wo ich mal wenigstens meinen Markttest bei den anderen getestet habe. Mhm. Der war gut, aber ich bin da schon bei den Grünen geblieben. Ich habe Alois Glück gefunden, der immer gesagt hat, klar könnte Kretschmann Mitglied der CSU sein, aber der ist ja in Baden-Württemberg nicht am Start, also muss es die CDU gewesen sein. Ja, gut, der Glück könnte auch Mitglied bei den Grünen sein. Ich sag's ihm mal, schauen, was er davon hält. Wann war das und welcher Konflikt war das? Ging es um Sondermüllverbrennung. Sondermüllverbrennung? Ja. Und da war hat ein Kreisverband einen Ausschlussantrag gegen mich gestellt. Ja. Und da bin ich mal zur SPD und zur CDU und habe getestet und habe gesagt, wollte mich. Ja. Wollten beide, aber... Wo wären Sie denn hingegangen? Ernsthaft war das nicht. Wo wären Sie denn hingegangen, hätten Sie sich entscheiden müssen? Ja, musste ich ja Gott sei Dank nicht. Jetzt könnte ich wieder mit entweder oder kommen, CDU oder SPD in der Zeit. Wahrscheinlich eher zur SPD. Warum sind Sie dann nicht gegangen? Weil ich es nur testen wollte. Ich bin ein Kämpfer, das haben Sie ja gerade geschildert. Und eine Partei, die man selber gegründet hat, wegen so eines Konflikts zu verlassen, wäre ja ein sehr, sehr weitgehender Schritt. Ja. Und dann gehen Sie das mal durch, nicht weil Sie sich so ärgern über den eigenen Laden. Und dann kommen Sie zu dem Ergebnis, wenn Sie in eine andere Partei gehen, haben Sie denselben Ärger, nur an anderen Punkten. Ja? Also da unterscheiden sich Parteien nicht. Parteien in Deutschland vor allem sind sehr stabile Größen, jedenfalls bisher gewesen. Und wenn Sie eine bestimmte Größe haben, dann ist das Spektrum sehr weit. Und damit müssen Sie sich, damit muss man einfach zurechtkommen. Ja? Schauen Sie, die Grünen in anderen Ländern haben sich gespalten. Weil in der Schweiz, da gibt es jetzt so mehr liberale und linke Grüne. Man kann nicht sagen, dass es erfolgreicher war. Oder wie in Frankreich, sie haben sich völlig zerstritten. Insofern ist es zwar immer stressig, ja, in der eigenen Partei mit ihren zwei sehr starken Flügeln, aber man muss sagen, es ist auch ein Erfolgsmodell. Und die beiden Flügel bleiben auch? Weil ja. Es hat ein Kollege geschrieben über Sie, in Wahrheit aus der Kränkung der Vergangenheit und jetzt dieser großen Genugtuung, der erste grüne Ministerpräsident zu sein, mit 30% und mehr, die einen wählen. Sie hätten so leichte Rachegelüste, wenn Sie dann gegen die fundamentalistischen Grünen, die es ja heute noch gibt, agieren. Also das ist, glaube ich, ganz abwegig. So denke ich überhaupt nicht. Ja. Also nachtragend zu sein, Rachegefühle. Altes Testament. Sie sind ja Katholik. Aber es ist doch völlig unproduktiv in der Politik und ein Missverständnis des Alten Testaments, wenn ich das mal einfließen lassen darf. Politik ist eine pragmatische Veranstaltung. Ich bin in der Politik, um Probleme zu lösen und nicht um mich jemand zu beharken, um des Beharkens willen oder in Siegerposen zu verfallen. Davon halte ich alles nichts. Ich war sehr lange in der zweiten Reihe, habe mich da wohl gefühlt. Ich bin mit einem Gestaltungswillen in die Politik, um etwas zu verändern und nicht irgendwie, um was zu werden. Pragmatisch gesehen, Sie haben ja als erstes eine grün-rote Koalition gehabt, jetzt haben Sie eine grün-schwarze. Welche ist denn besser?
Das wird sich erst rausstellen, ja. Wie fühlt es sich denn jetzt an? Es ist eine Herausforderung, ja, muss ich schon sagen. Ja, es ist auch eine ziemliche Umstellung. Wenn ein Politiker sagt, es ist eine Herausforderung, ist es eigentlich furchtbar und Sie wollen es nicht offen sagen? Nee, es ist nicht furchtbar. Es ist eigentlich, läuft eigentlich besser, als ich dachte. Mhm. Wo ist dann die Herausforderung? Erstmal müssen Sie sehen, so ein Wechsel ist mal eine Herausforderung. Ja, mit den Sozialdemokraten, jetzt mit den Schwarzen, die ticken ganz anders. Ja. Und da müssen Sie sich schon sehr, sehr umstellen. Ich meine, das ist ganz banal, wie es das Wort sagt. Das Interessante an dieser Frage ist natürlich, dass das auch eine bundespolitisch nicht uninteressante Frage ist. Im politischen Berlin wird es gerne diskutiert, nämlich im Moment zum Beispiel hätten die Parteien links von der Mitte, also Rot, Rot, Grün, eine Mehrheit und könnten schon regieren, ja, wenn sich alle Beteiligten darüber auch nur einig wären. Rot, Rot, Grün. Die Machtoption 2017 gegen Merkel? Solche Diskussionen im politischen Berlin scheinen Winfried Kretschmann kaum zu gefallen. Vor zwei Wochen trafen sich 100 Abgeordnete von SPD, Grünen und Linken, um die Chancen eines Linksbündnisses bei der Bundestagswahl auszuloten. SPD-Vize Ralf Stegner postuliert: Wir wollen eine Mehrheit jenseits der Union und dazu gehört auch eine Linkspartei, die willens ist zu regieren. Ex-Linken-Chef Gregor Gysi setzt noch einen drauf. Er nennt Rot-Rot-Grün historisch notwendig. Und die Grünen? Jürgen Trittin sieht einem Linksbündnis optimistisch entgegen. Ich glaube, was heute Abend gezeigt wird, ist, dass es eine Möglichkeit gibt, auch dieses Land ohne CDU und CSU zu regieren. Für seinen langjährigen Kontrahenten Winfried Kretschmann, der mit der CDU regiert, ist dagegen ein solches Bündnis schwer oder gar nicht vorstellbar. Die Linken seien ja eher eine Protestpartei. Einer, der seit Jahren laut für Rot-Rot-Grün trommelt, ist der Journalist Jakob Augstein. In seiner Wochenzeitschrift Der Freitag warb er offensiv mit der Schlagzeile: Rot-Grün-Rot. Diese Farben können unsere Gesellschaft verändern. Und jetzt ist er bei uns und sagt hoffentlich noch mehr als das. Guten Abend, herzlich willkommen, Jakob Augstein. Der Herr Kretschmann ist auf diesem Titel nicht, nicht wahr? Warum ist er denn nicht dabei bei Ihren rot-grün-roten Träumen? Weil er, glaube ich, gar kein Grüner ist. Ich glaube, Sie haben es ja eben gesagt, jedenfalls nach meinen Vorstellungen, und ich könnte mir auch ganz vorstellen, nach den Vorstellungen ganz vieler Wähler da draußen im Land, die sich überlegen, wähle ich die Grünen? Was ist das eigentlich für eine Partei? Wofür stehen die? Was verbinde ich mit denen? Die würden Sie da wahrscheinlich gar nicht mehr einsortieren. Deshalb war da auf dem Zettel für Sie kein Platz. Denn schwarz wäre dann weiter rechts außen. Das haben wir jetzt nicht abgebildet. Herr Kretschmann ist schwarz? Ich glaube, dass Herr Kretschmann, den ich wirklich sehr respektiere, und ich lese das ja, was Sie machen, und glaube, dass Sie, wir kennen uns nicht persönlich, ich glaube, dass Sie ein ganz integrer, toller Politiker sind, aber ein ganz toller CDU-Politiker. Die gibt es ja auch. Dagegen ist ja auch gar nichts zu sagen. Also. Wollen Sie da mal widersprechen? Man ist doch eigentlich schwer vorstellbar, dass eine grüne Partei jemand zu ihrem Spitzenkandidaten... Wir müssen das Herrn Augstein sagen, der behauptet das ja. ...zum Schluss zum Ministerpräsidenten wählt, der gar nicht grün ist oder irgendwie eine andere Partei vertritt. Das halte ich doch für sehr gewagt. Ich glaube, das liegt daran, dass Sie für einen Flügel der Grünen stehen. Das betonen Sie, haben Sie ja eben auch. Sie sagen, der Wesenskern der Grünen ist eben... Das Grüne, das ist der Umweltschutz. Man nannte das ja früher auch das Öko-Liberale. Das ist, glaube ich, die Richtung, für die Sie stehen, und das stimmt. Aber ich habe zum Beispiel, also ich jetzt habe unter Grün immer noch mehr verstanden als das, nämlich ein Projekt von gesellschaftlicher Modernisierung, Emanzipation, in jeder Hinsicht eine progressive politische, gesellschaftliche Kraft. Was Sie machen wollen, ist eigentlich CDU plus Insektenschutz. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Dagegen ist auch nichts zu sagen. Aber dann sollte man das auch so nennen. Insektenschutz? Also nicht Insektenschutzmittel, sondern Schutz der Insekten? Ja, also das ist CDU plus Krötenwanderung. So, aber das ist sozusagen Grüne, dachte ich jedenfalls. Müssen Sie mir vielleicht sagen, Sie, Herr Augstein, Sie haben sich geirrt. Sie haben uns immer missverstanden. Ich dachte immer, die Grünen sind in dem Sinne eine linke Partei, dass sie einen gesellschaftlichen Modernisierungsprozess wollen und auch verändern wollen. Und Sie haben ja eben gesagt, pragmatisch, man muss immer pragmatisch das machen. Aber das klingt so, als wären Sie der oberste Sachbearbeiter. Ich glaube, dass das nicht reicht. Ich glaube, erst recht heute reicht es nicht. Ich glaube, heute brauchen wir Visionen, weil ehrlich gesagt, Angela Merkel war Sachbearbeiterin, und gucken Sie, wo wir hingekommen sind.
Aber Sie wollen ja gar kein Linker sein. Also insofern hat vielleicht der Auch schon recht. Sie haben einmal von sich gesagt, eigentlich bin ich kein Linker. Nein, stimmt. Die Analyse ist richtig. Aber ich hatte gerade Simone Peter, hatten wir gerade in einer Veranstaltung in Berlin, da hat sie gesagt, die Grünen sind eine linke Partei. Ganz klare Aussage, ganz direkter Satz. Die Grünen sind eine linke Partei. Dann sind, irgendwas läuft doch dann schief. Einmal, es gibt ja zwei linke Parteien. Die Sozialdemokraten und noch eine radikalisierte Form, die Linke. Warum sollen wir jetzt auch noch links sein? Darf ich was sagen? Das, was Sie gesagt haben, es ist einfach Polemik. Nein. Nein, es ist Polemik, lassen Sie mich das einfach mal sagen. Die Frage, ob dieser Planet überlebt, ist eine Menschheitsfrage und da geht es nicht um Insektenschutz. Es ist eine Lebensfrage. Wir tun zum Beispiel jetzt so, als hätten wir 1,6 Planeten. Der Klimawandel gehört zu den ganz großen Krisen der Menschheit. Da geht es nicht um irgendeinen grünen Tüttelkram. Das sind Menschheitsfragen. Für die steht meine Partei und deswegen bin ich in ihr und darum treibt mich das um. Aber geht es nicht und darum um mehr? Ist es Polemik, was geht Sie es denn sagen. Nicht um mehr? Ich habe doch nur gesagt, dass mein Bild der Grünen mehr umfasst als nur das. Und das, wenn Sie es so verengen, würde ich sagen, dann sind die Grünen tatsächlich sehr gut kompatibel mit der CDU, mit einer modernisierten CDU. Und dann macht Grün-Schwarz auch Sinn. Wenn Sie aber sagen, die Grünen sind noch mehr, nämlich für einen gesellschaftlichen Umbau, vielleicht auch für mehr Gerechtigkeit, vielleicht auch mehr Gleichheit. Wir wissen alle, dass die soziale Schere in Deutschland immer weiter auseinandergeht. Sie wissen, dass in Ihrer Partei die steuerpolitische Frage heftigst umstritten ist. Sie sind gegen eine Vermögenssteuer. Die sogenannten linken Grünen sind für eine Vermögenssteuer. Ich glaube, das Problem Ihrer Partei ist, es gibt zwei Parteien. Und bisher hat man das immer irgendwie unter den Deckel gehalten. Aber jetzt vor der Bundestagswahl müssen Sie irgendwie Farbe bekennen. Was sind wir eigentlich? Und eine Sache würde ich Sie gerne fragen, und das wäre für mich so der Lackmustest, was Sie eigentlich sind. Es gibt ja Leute in der CDU, die sagen, wir müssten auch mit der AfD koalieren können. Es müsste möglich sein, auch mit der AfD zu koalieren. Was machen Sie denn dann eigentlich, wenn die CDU in Sachsen oder in Sachsen-Anhalt oder so sagt, okay, wir müssen mit der AfD koalieren? Würden Sie dann immer noch im Bund mit der CDU zusammenarbeiten? Würden Sie sagen, ja, das macht nichts, das ist alles pragmatisch lösbar? Also ich gehe erstmal davon aus, dass die CDU das nicht macht. Deswegen ja, ist es ja eine Suggestivfrage. Entscheidet sie davon. Und ich denke, wenn ich jetzt noch mal einen Gedanken von Ihnen aufnehmen darf, wir sind tatsächlich der Gegenpol zur AfD. Wir sind die Partei, die am stärksten für Pluralität eintritt. Dafür, dass die Lebensmodelle, die jeder haben möchte, dass er die auch leben und ausleben kann. Nicht wogegen die AfD ja für Homogenität bis hin zum Völkischen ist, sind wir die Partei, die am stärksten die Pluralität der Menschen und einer Gesellschaft, sagen wir, promoviert. Das gehört auch zu unserem Markenkern, übrigens auch zu meinem persönlichen dazu. Also natürlich haben wir auch noch andere wichtige Seiten. Aber Sie müssen sehen, demokratischen Parteien stehen alle auf dem Boden des Grundgesetzes. Und diese ganz wichtigen Fragen stehen alle im Grundgesetz. Sonst könnten wir nämlich gar nicht miteinander koalieren. Dagegen die AfD steht zu Teilen jedenfalls nicht mehr auf dem Boden des Grundgesetzes. Deswegen können wir mit ihr nicht koalieren. Mit den Koalitionen ist es im Übrigen so, wir koalieren zurzeit in 7 verschiedenen Konstellationen, mindestens aber in 6. Das macht es auch nicht leichter zu wissen, wer die Grünen sind übrigens, nicht? Ist auch ein Problem ein bisschen, dass man denkt, die Grünen sind heute, die können mit jedem, die sind so sehr in der Mitte ankommen, sind so flexibel inhaltlich, so anschlussfähig, dass alles geht. Das macht es, finde ich, heute schwieriger, weil wir heute brauchen wir eigentlich eine klare Kante. Also Gregor Gysi, wenn ich ganz kurz etwas einbringe. Die Verhältnisse sind nicht so. Der Gregor Gysi ist ja der Meinung, es ist historisch notwendig, diese Koalition zu machen, Rot-Grün-Rot, und zwar deshalb, damit man die AfD bekämpft. Das halte ich ja für eine ganz abwegige These. Warum? Wenn Sie also, dass man jetzt als Grüne mit den Schwarzen zusammengehen, dass man sozusagen eine Gesellschaft zusammenhält, indem man selber politisch noch das polarisiert, das halte ich für eine sehr, sehr gewagte These. Also ich kann man vertreten, selbstverständlich, aber ich halte von der mal überhaupt gar nichts. Eine Gesellschaft wird zusammengehalten durch die Mitte, die will ich jetzt mal sagen, was ich darunter verstehe. Dort, wo der Aktivbürger ist, dort ist die Mitte.
die Menschen halten eine Gesellschaft zusammen. Also jetzt nehmen wir mal die Flüchtlingskrise. Das Stärkste gegen das, was rechtspopulistische Kräfte gemacht haben, war, dass wir eine riesige Bürgerbewegung hatten, die sich für die Flüchtlinge eingesetzt haben. Ja? Also die Zivilgesellschaft, die aktiv war. In meinem Land ist es so, da sind die meisten Leute ehrenamtlich aktiv von allen Ländern. Und jetzt kam dann noch mal on top eine riesige Bewegung für die Flüchtlinge. Das ist das, was ich unter der Mitte der Gesellschaft verstehe, dort, wo die Bürgerinnen und Bürger aktiv sind. Und das waren sie und waren da ein starker Gegenpol. Aber die Mitte der Gesellschaft ist bei den Grünen inzwischen, glaube ich, auch leicht verschoben. Denn wenn ich das richtig sehe, wollen sie ja Steuererhöhungen nur noch für Leute über 100.000 Euro Einkommen haben, um sozusagen die Mitte nicht anzufassen. Das heißt also, in Wahrheit sind sie doch längst eine Partei für wohlhabende Leute mit einem guten ökologischen Gewissen. Ich glaube, dass das ist eigentlich das, was sozusagen Sie und auch Herr Özdemir eigentlich wollen für die Grünen im Jahr 2017 im Bundestagswahlkampf. Und ich weiß nicht, ich glaube, es gibt viele Leute, die hatten sich die Grünen mal anders vorgestellt. Also ich sehe meine Aufgabe, muss man mal auch sehen, ich bin ja Ministerpräsident einer Koalition. Ja, aber auch ein... Ich bin ja nicht der Ministerpräsident einer absoluten Mehrheit. Ja. Also das möchte ich nur mal in Parenthese sagen. Meine wichtigste Aufgabe sehe ich derzeit darin, die Gesellschaft zusammenzuhalten. Ihm müssen Sie das sagen. Er glaubt das nicht. Ich glaube, das schaffen wir mit einer schwarz-grünen Koalition. Der Text, den Sie geschrieben haben in der Zeit, wo Sie diesen schönen Satz gesagt haben, Ehe zwischen Mann und Frau ist das Regelmodell und das ist auch gut so. Dieser Satz ist Ihnen meiner Meinung nach zu Recht um die Ohren geflogen, denn vorher haben Sie gesagt, Individualismus darf nicht zum Egoismus werden. So als wäre Homo-Ehe ein egoistischer Akt. Das war eine bewusste Provokation. Und ich finde ganz kurz, ich habe ja auch das verfolgt, wie Sie das hier machen. Ich glaube Ihnen, Entschuldigung, bei allem Respekt, ich glaube, Sie spielen eine Rolle. Sie tun so, als wären Sie so der nette, langsame Redende, so, der so Verständnis hat für alle, so ganz pragmatisch. In Wahrheit haben Sie... Ich meine das nicht böse, Sie sind ein schwäbisches Schlitzohr. Ich glaube, Sie ziehen die Leute ein bisschen über den Tisch mit dieser Nummer. Und zwischendurch stechen Sie dann mal so zu. Und zwar der linken Grünen, die kriegt dann so eine verpasst. Weil das war doch Absicht, dieser Satz. Und das ist doch gut, so das Wovereit-Zitat in diesem Zusammenhang. Das machen Sie doch mit Absicht. Also ich glaube einfach, es ist ein gewisses Problem generell in unserer Gesellschaft, dass man immer, statt dass man irgendwas liest, Sätze nimmt, um die skandalisieren zu können. Also wer den Artikel einfach liest und nicht irgendwelche Sätze skandalisieren will, kann auf die Idee gar nicht kommen. Ich habe den Satz hier, wenn Sie wollen. Ich kann ihn noch mal vorlesen. Dieser Artikel tritt ein für die Pluralisierung der Gesellschaft. Sagt, wir sind ein Gegenpol. Und Pluralität, so wie ich es gerade erläutert habe, das ist eigentlich unser Programm, unser Gegenprogramm. Davon bin ich zutiefst überzeugt. Ja. Man muss nicht immer allen was unterstellen. Ja? Also immer, dass es noch eine Wahrheit hinter der Wahrheit gibt, kann man machen, muss man aber nicht. Und ich versuche, die Dinge so darzustellen, wie sie meinen Überzeugungen entsprechen und nichts anderes. Und das war, und die Formulierung darin war erstmal ein Missverständnis. Anders macht es auch gar keinen Sinn. Ich habe ein Plädoyer gemacht für die klassische Ehe, dass nämlich Menschen heiraten wollen vor dem Standesamt und sogar vor der Kirche. Dass sogar Schwule heiraten wollen und zwar unbedingt. Wir hätten ja auch sagen können, hallo, das interessiert uns nicht. Das ist überkommen, wir leben anders. Nein, sie wollen heiraten. Und in meiner Kirche wird sogar darüber debattiert, heftig, dass auch endlich katholische Pfarrer heiraten wollen. Es war die Intention. Also für Sie ist die klassische Ehe auch die zwischen Schwulen, haben wir das jetzt klargestellt? Ja, das haben Sie völlig richtig gesehen. Aber was es ging mir um die Institution. Man könnte es auch anders deuten, aber die Frage ist doch, was haben Sie gegen dieses Rot-Grün-Rot oder Rot-R2G, wie das genannt wird? Ich helfe Ihnen vielleicht mit CSU, mit dem Seehofer haben Sie ja in der Flüchtlingsfrage tatsächlich verteidigt, auch gegen die eigene Partei. Die CSU hat jetzt einen Leitantrag geschrieben und die hat gegen dieses Bündnis, das sie verhindern möchte, nämlich die Linksfront,
dass nämlich dann, wenn die nach der Bundestagswahl die Macht übernimmt, Deutschland heruntergewirtschaftet wird. Ist das auch Ihr Problem mit Rot-Rot-Grün? Also ich kann mir jetzt erstmal ganz schwer vorstellen, wie man ein starkes Industrieland wie die Bundesrepublik Deutschland mit der Linkspartei führen kann, wie das gehen soll. Ich kann mir aber auch ganz noch schwerer vorstellen, wie man mit ihr eine Außenpolitik machen soll, die die Bundeskanzlerin bisher gut macht. Auch das kann ich nicht sehen. Also da müsste sie sich ja massiv von vielen Positionen verabschieden. Also das kann ich nicht sehen. Und sozusagen? Ich glaube jedenfalls, dass die Bundeskanzlerin uns in der Flüchtlingskrise dieses Land gut geführt hat, dass sie es richtig geführt hat und dass das große Beachtung in der ganzen Welt gefunden hat. Und ich glaube, dass das ein Kurs gewesen ist bei allen Problemen im Einzelnen, der dieses Land auf Kurs gehalten hat, humanitär zu bleiben, aber auch die Fragen praktisch anzugehen. Aber was Sie da sagen über die Linkspartei, ist doch ein Problem, das müssen Sie doch in Ihrer eigenen Partei lösen. Cem Özdemir, Ihr Parteivorsitzender, möchte eine Flugverbotszone in Syrien haben, obwohl selbst amerikanische hohe Militärs sagen, wenn man das macht, riskiert man militärische Konfrontationen mit den Russen. Und die deshalb eher abraten, das zu tun. Uns allen müssten wir Furchtschauer den Rücken runterbekommen bei der Vorstellung militärische Konfrontation USA-Russland. Das ist ein Grüner, der das will, gegen sozusagen den Rat amerikanischer Militärs. Ich finde, da sind Sie schon in Ihrer Partei relativ weit gekommen, wenn sowas überhaupt möglich ist. Und dann haben Sie andere Leute in Ihrer Partei, die bei solchen Themen genau auf der Linie von Sarah Wagenknecht liegen. Das heißt, diesen Konflikt, den müssten Sie doch erstmal in Ihrem eigenen Haus lösen, bevor Sie es sozusagen den anderen vorwerfen. Also ich glaube, dass wir außenpolitisch ziemlich klar sind, verglichen mit der Linken. Aber was Sie immer betonen, dass wir einen linken Flügel haben und einen realen Flügel, das bestreite ich ja gar nicht. Aber wie machen Sie das dann auf Dauer mit den beiden Flügeln? Die sind sehr stark und profiliert. Da muss man sich einigen. Was glauben Sie denn? Auf dem Kompromisswege, an das geht es in keiner Partei. Das Interessante ist, ich habe Sie gerade nach Rot-Rot-Grün gefragt und Sie haben Merkel ein Loblied gesungen. Sie haben sie in diesem Sommer getroffen, Bundeskanzleramt, haben extra dafür den Urlaub unterbrochen. Es ging länger, als alle dachten. Ich habe das Gefühl, dass Ihnen diese, auch für den Bund, die Präferenz Schwarz-Grün sehr viel näher ist als das, was Herr Augstein da auf seinem Titel hat. Kann man dazu Ja oder Nein sagen? Ich will einfach das mal ganz einfach beantworten. Ich glaube, dass die Bundeskanzlerin Angela Merkel zurzeit sehr wichtig ist in der ganzen europäischen Krise. Dass ich mir ganz schwer vorstellen kann, wer das sonst machen kann. Also lieber dass ich sie sehr schätze und dass der Kurs, den sie fährt, den halte ich für richtig und gut und zäh. Dieses Auseinanderdriften der Europa, alles dafür zu tun, dass es zusammenhält. Ja, natürlich gibt es auch da an ihr einiges zu kritisieren. Die Fehler sind viel früher geschehen, als zum Beispiel Italien Probleme haben, haben wir es hängen lassen und Ähnliches mehr. Darauf kommt es mir jetzt aber nicht an, aber ich glaube, dass der Kurs richtig ist und deswegen schätze ich Sie. Das Interessante ist doch, Herr Augstein, bei allen Flügelbewegungen ist es ja so immer, dass sich einer mal durchsetzt und mal der andere. Glauben Sie denn bei den beiden Flügeln, der linke und der Kretschmann-Flügel, wie wir sie jetzt mal salopp nennen bei den Grünen, wer setzt sich durch? Bei den Grünen. Okay, Prognosen von Journalisten sind immer ganz schlecht, weil wenn es dann nicht stimmt, ist es irgendwie peinlich. Aber ich würde sagen, dass der Kretschmann-Flügel sich durchsetzt und ich glaube, dass wir die Grünen dann aber nicht mehr brauchen. Ich glaube, dass Ihre Idee von der Mitte taugt für kurzfristigen politischen Erfolg. Auf Dauer macht es die Demokratie kaputt. Das ist das, was wir sehen. Die AfD ist für mich ein direktes Produkt von der Mitte-Politik der vergangenen Jahre. Das ist ein Produkt der Zeit, wo Schröder und Fischer die Grünen sozusagen neoliberal gedreht haben. Und wir werden dann irgendwann, die Grünen werden einfach überflüssig gemacht, sozusagen als irgendwie, ich sag noch mal, als ökologisches Anhängsel der CDU. Braucht kein Mensch diese Partei. So wird es sein. Wir lassen das einmal so stehen, diskutieren es weiter. Danken aber jetzt einmal für diesen politischen Einwurf von links. So viel kann man auf jeden Fall sagen. Vielen herzlichen Dank, Jakob Augstein. Danke.
Wir wollen einmal die Frage noch mal näher betrachten, warum Sie so mit den Grünen hadern. Wir haben eine Vermutung, die könnte vielleicht daran liegen, dass auch in der Vergangenheit von Winfried Kretschmann einmal ein sehr starkes, sehr linkes, um nicht zu sagen radikal kommunistisches Element war. Vielleicht rührt von daher ein bisschen die Skepsis. Der Kommunistische Bund Westdeutschland, kurz KBW, gehörte zu den radikalsten linken Parteien der frühen 1970er Jahre. Vorbild die chinesische KP unter Mao Zedong. Das Ziel der moskau-kritischen Kommunisten nicht weniger als die Weltrevolution. Das Proletariat wird sich die politische Macht mit Waffengewalt erkämpfen müssen, hieß es im Parteiprogramm. Der KBW war straff in Kadern organisiert. Psychoterror gegen Parteimitglieder gehörte dazu, sagen Kritiker. Einer der Funktionäre? Der heutige Ministerpräsident Baden-Württembergs Winfried Kretschmann. Damals, Mitte 20, kämpfte er mit dem KBW für die Zerschlagung des bürgerlichen Staatsapparates und die Errichtung der proletarischen Diktatur. Es ist lange her. Haben Sie das noch? Das habe ich noch. Haben Sie es nicht in den Keller irgendwo in eine Kiste runtergetan? Nein, das habe ich aufgehoben. Original 1974. Das ist ja verrückt, wenn man das mal liest. Das ist ja schon starker Tobak, also Weltrevolution, Waffengewalt, die Zerschlagung des bürgerlichen Staatsapparates, die proletarische Diktatur. Haben Sie das zu der Zeit wirklich geglaubt und gewollt? Das glaube ich jetzt nicht wirklich. Also Rolf Dahrendorf hat mal sehr schön zu Dutsch gesagt, ein Revolutionär in einer nicht revolutionären Situation ist leicht eine lächerliche Figur. Mhm. Da muss man erst mal sehen, ich komme aus einem katholischen Elternhaus, war in einem sehr strengen katholischen Internat. Und diese 68er-Bewegung hat mich magisch angezogen. Also einfach die Aufmüpfigkeit, jetzt alles Überkommene in Frage zu stellen, das fand ich eigentlich unglaublich attraktiv. Und dass diese Bewegung zum Schluss in diesen linksradikalen Sekten gelandet ist, betrachte ich eher als eine der großen Irrtümer meines Lebens. Ich will aber noch mal dankbar sein, dass ich nicht noch weiter abgerutscht bin. Nicht? Waffengewalt. Ja, nicht eben, das muss man sehen. Damit hatte ich allerdings nie was am Hut mit diesen Gewaltfantasien. Aber wann ist Ihnen aufgefallen, dass das eigentlich eine Sekte ist? Und was macht eine Sekte aus? Eine Sekte macht einfach aus, dass sie die Wirklichkeit nicht betrachtet. Dass sie sozusagen mit einem Tunnelblick nur einen bestimmten Ausschnitt der Wirklichkeit nimmt und alles andere ausblendet. Das macht eine Sekte aus, nicht? Und irgendwann ist das so ein Prozess. Und irgendwann wacht sie einfach Gott sei Dank auf und streifen dann das einfach ab. Aber ich will Ihnen mal ganz ehrlich sagen, beschäftigt mich das heute noch. Das kriegen sie nicht mehr los. Wie kommt es, und doch als einigermaßen intelligenter Mensch in so eine Situation sich begibt und zu Zeug glaubt und vertritt, wo man bei einer breiteren Betrachtung der Wirklichkeit sagen muss, das ist einfach reiner Unsinn. Nicht? Das sind schon Dinge, die einem das Leben lang beschäftigen, warum das ist. Und warum ist das? Sie haben ja auch. Das ist einfach die Macht von Ideologien. Nicht? Wenn die einem erfassen und man sozusagen bestimmte Fragen in sich radikalisiert, wie zum Beispiel Gleichheit. Mhm. Dafür war ich natürlich als Christ anfällig. Mhm. Ja? Für die riesigen Unterschiede in der Welt, die es gab zwischen Arm und Reich. Es war ja etwas, woraus diese Bewegung entstanden ist. Ja? Die ist für die kleinen Völker eingetreten. Mhm. Gegen den Vietnamkrieg, das waren ja alles so wichtige für Dinge. Nordkorea. Und wenn man so eine Idee radikalisiert und alles andere ausblendet, dann kann man eben in einer fürchterlichen Ecke landen. Das ist ja eine sehr hierarchisch organisierte Geschichte gewesen, steht auch hier hinten drin, wie sich das dann in den Gliederungen dann ergibt. Was waren Sie denn da eigentlich? Wie weit in der Hierarchie? Ganz normales Mitglied. Ja. Nein, weil Sie auch deswegen auch Psychoterror einmal offensichtlich, das haben Sie erzählt, den eigenen heutigen Chefredenschreiber
damals ausgeschlossen haben auf ihr Betreiben hin wegen bürgerlicher Abweichungen. Was zum Teufel waren bürgerliche Abweichungen in diesem Fall damals? Was hat er gemacht? Geheiratet? Das kann ich Ihnen jetzt wirklich nicht mehr sagen. Es war einfach sozusagen, heute wird man sagen, der war eben ein Stück weit realistischer. Ja? So wie Sie heute. Und das wurde als bürgerliche Abweichung tituliert. Gab es Psychoterror? Weil das würde auch für eine Sekte sprechen. Man hört auf, selbst zu denken und ordnet sich denen unter. Ja, das habe ich jetzt persönlich dann nicht erlebt. Mhm. Also das kann schon sein, aber in den Zusammenhängen, in denen ich war, sicher nicht. Sie haben gesagt, der Schützenverein unter anderem hätte Ihnen geholfen, da rauszukommen. Wie das? Ich wollte jetzt nicht wegen der Waffengewalt nachfragen. Aber also, die sind da in einem anderen Milieu. Mhm. Ja. Also das, ich erinnere mich noch gut, meine Schützenbrüder fanden das irgendwie verrückt. Ja, dass ich jetzt da mit so kommunistischem Zeug rum, die haben sich eher darüber belustigt. Ja. Mhm. Und das ist sozusagen, sie werden da mit einem unglaublichen, erstens Realitätssinn, mit Ironie und quasi Lachkrämpfen konfrontiert, wenn sie da mit ihren revolutionären Thesen kommen. Und das ist doch sozusagen ein Sparringspartner einfach gegen sektenmäßiges Verhalten. Sie haben gerade auch die katholische Erziehung erwähnt. Sie waren in einer Weile in einem katholischen Internat. Keine besonders angenehme Zeit im Leben, in der alles vorgekommen ist, so haben Sie es formuliert, was heute so am runden Tisch behandelt wird, also Misshandlungen, Missbrauch und all das. Und Sie haben es selbst erlebt. Ja. Gesehen oder erlebt? In milderen Formen auch erlebt. Das heißt, Sie wurden geschlagen auch? Ja, ja, ordentlich. Mhm. Ist Ihnen zu der Zeit die katholische Kirche, die das ja anordnete, eigentlich auch wie eine Sekte vorgekommen? Nee. Wie haben Sie sich dann dieses Gewalt- und autoritäre System vor sich selber erklären können? Ich bin irgendwann aus der Kirche ausgetreten. Mhm. Infolge auch dieser Erfahrung? Ja, klar. Das war eine schlimme Erfahrung für mich. Jetzt weniger diese Übergriffigkeiten, das würde ich jetzt sagen, hat wirklich keinen bleibenden Schaden bei mir hinterlassen, weil die waren jetzt nicht so schlimm. Mhm. Ich habe es ja auch gar nicht so schlimm empfunden. Aber dann der ganze Geist ja, von ja, Gehorsam und Unterordnung, also das habe ich irgendwie als fast ein Gegenprogramm teilweise zum Evangelium empfunden. Und es war einfach keine gute Erfahrung im Großen und Ganzen. Und ich habe dann schon auch wieder lange gebraucht, um in die Kirche wieder einzutreten, obwohl ich da immer Fäden hatte, die nie abgerissen sind. Aber sag mal, das waren schon, man sieht also, ich habe schon jetzt im Linksradikalismus, der war auch schwer vorstellbar, ohne das erlebt zu haben. Ja. Mhm. Dieses Anti-Autoritäre war ja sozusagen wie eine Befreiung gegenüber dem Autoritären, das man in so einem Internat erlebt hat. Aber das ist auch heilsam als Erfahrung im eigenen Leben. Was haben Sie denn eigentlich beim KBW gelernt für Ihr politisches Tun? Sich einfach mit politischen Fragen zu beschäftigen. Sie müssen sehen, auch in der Sekte, in der kommunistischen Sekte, ist Politik der Mittelpunkt des Denkens, nicht? Auch taktisches und strategisches Fragen werden da behandelt, wenn auch in einer kruden und abseitigen Weise, aber immerhin beschäftigen sie sich mit dem Thema. Ansonsten ist das eher eine Negativerfahrung. Man lernt ja auch aus Negativen. Und ich glaube, seit dieser Zeit bin ich gegen alles Totalitäre und Fundamentalistische hochallergisch. Was für ein Christ sind Sie heute? Also wenn Sie so einen Satz hören wie, ich will, dass meine Enkel hier zu Hause noch das Geläut der Kirchenglocken hören und nicht den Ruf des Muezzins. Ja, das würden Sie das auch sagen? Über Ihre Enkel?
Ja, ich denke, das wird so sein. Da habe ich gar keine Ängste. Im Gegensatz zu diesen Leuten habe ich gar keine Ängste. Sie wissen, wer das gesagt hat. Irgendein AfDler vermutlich. Herr Meuthen, ja. Der bei Ihnen ja. Die größte Oppositionspartei. Also, das sind nur Angstprojektionen. Aber mein Glaube ist ja gerade etwas, das mich befreit und stärkt. Er macht mir nicht Angst, er nimmt mir Angst. Auch ja. Vor dem Islam? Absolut. Ich habe keine Angst vor dem Islam, sondern wir haben alle Angst vor extremistischen, gewalttätigen und fundamentalistischen Formen. Die haben wir natürlich zu Recht. Aber warum sollte man vor dem Islam Angst haben? Es ist eine große Weltreligion, wie andere auch. Und die war viele Jahrhunderte so gut und so schlecht wie andere Religionen auch mit ihren Höhen und Tiefen. Aber solche Exzesse, wie wir sie da jetzt erleben, das macht natürlich den Leuten zu Recht Angst. Aber der Islam an sich, den gibt es gar nicht. Jetzt haben wir über das, was Sie eigentlich Klischees immer nennen, über den Kommunisten und über den Katholiken geredet. Ich fand es hochinteressant. Es gibt aber noch ein Klischee, über das wir heute unbedingt noch reden müssen. Und das ist natürlich, ja, der Schwabe. Wer könnte das besser analysieren als eine Vorzeigeschwäbin? Das ist ein Problem, das hat natürlich ein Hartz-IV-Empfänger hat das nicht. Naja, wenn ich bloß 359 Euro im Monat hätte, da wisst ihr auch, wofür ich es ausgebe. Das ist Keukunst. Ja, die Sorge hätte ich gerne mal. Aber wenn man so viel Geld hat wie ich und nicht weiß, wo er damit, dann ist man oft sehr, sehr einsam. Maren Kreumann als blasierte Millionärin. Kaum jemand persifliert die Schwaben so bissig und bösartig wie sie. Deutschlands bekannteste Schwäbin giftet gegen jedes Klischee aus dem Ländle. Den berüchtigten Geiz, aber auch Tugenden wie Fleiß und eine gewisse Maulfaulheit. Über Winfried Kretschmann, mit dem sie einige biografische Erfahrungen teilt, sagt die Kabarettistin, Winfried Kretschmann ist weder fotogen noch charmant noch einnehmend. Kretschmann mache keine Show und überzeuge so konservative Schwaben. Ist das Kritik oder ein verstecktes Lob? Maren Kreumann ist zu Gast. Herzlich willkommen. Ja, ist das Kritik oder ein verstecktes Lob? Sie haben sich schon gemeldet während des Films. Ich möchte das nicht fotogen, würde ich wirklich zurücknehmen. Also, alles andere bleibt bestehen. Ja, da kann man ja drüber reden. Aber nicht fotogen stimmt nicht. Ich habe jetzt auch die letzten Tage noch mal so sie im Fernsehen geguckt, habe mir Dinge angeguckt. Und ich finde, dass sie echt gut aussehen, vor allem im Verhältnis zu dem, was sie vertreten. Sie, also ihr Äußeres passt gut zu dem, was sie sagen, finde ich. Ist jetzt ein Lob. Bevor wir das analysieren, das Schwäbische, aber nochmal die Gemeinsamkeiten. Also beide sind sie im Schwäbischen aufgewachsen, aber beide haben zu Hause die Familien Hochdeutsch gesprochen. Das heißt also, sie haben das Schwäbische verwendet in der Schule, um nicht aufzufallen. Sie sprechen hervorragend Hochdeutsch, können Sie es? Nicht mehr so richtig. Können Sie denn noch Schwäbisch richtig? Ja, freilich. Ich hätte mich ja gar nicht verständigen können in der Grundschule. Also das wäre eine Katastrophe gewesen. Aber ich erinnere mich, als ich neu in der Schule war, habe ich mich gemeldet und habe was gesagt. Also auf Hochdeutsch. Als ich in die Schule kam, überhaupt kein Wort Schwäbisch, weil bei uns zu Hause, meine Eltern waren Berliner, so gesprochen wurde, wie ich jetzt spreche. Und dann habe ich was gesagt in dieser Sprache, die ich jetzt habe. Und dann hörte ich nur Schweigen in der Klasse und zwei Jungs hinter mir, der eine tuschelte zum anderen, war hat die gesagt? So, das heißt auf Hochdeutsch, was hat die gesagt? Herr Kretschmann versteht es. Also ich war hilflos, ich musste dann ganz schnell Schwäbisch lernen und habe es auch geschafft. Aber meine Mutter, die hat als Berlinerin eine große Abneigung gegenüber dem Schwäbischen gehabt und wollte verhindern, dass ihre fünf Kinder Schwäbisch sprechen. Das ist ihr nur partiell gelungen, weil ich es natürlich in der Grundschule dann gelernt habe und seither zweisprachig bin. Ihre Eltern sind ja Vertriebene aus dem heutigen Polen. Zu Hause eben wurde Hochdeutsch gesprochen. Sie haben es aber komplett verlernt. Offensichtlich anders als Maren Kreumann, weil sie nicht mehr gezwungen waren, es zu benutzen. Ja, ich kann es nicht so wirklich erklären. Einfach wahrscheinlich, weil natürlich die Eltern irgendwann gestorben sind und mir das gefehlt hat, dieses Hochdeutsche. Und ich in solchen Zusammenhängen nicht mehr war. Ich bin mit einer Schwäbin verheiratet und wir reden halt Schwäbisch zu Hause, logischerweise. Ministerpräsident in Baden-Württemberg, also Hopfen und Malz wahrscheinlich verloren. Sie haben auch noch andere Gemeinsamkeiten. Sie sind fast ein Jahrgang, das heißt, die Generationenerfahrung ist ähnlich. 68, der große Einschnitt, auch Sie
haben sich engagiert, nachdem Sie auch auf Lehramt studiert haben, aber Sie sind nicht Lehrerin geworden. Sie haben sich auch engagiert in einer linken Gruppe, das war die Aktionsgemeinschaft Demokraten und Sozialisten. Von Demokraten und Sozialisten, so hieß es damals. Es war eine Bündnisorganisation, wo die SEW, also die Westberliner Abteilung der SED, also Moskau und Ostberlin, sozusagen die Linie, wo die schon etwas dominant waren, ja. Aber andere dabei waren, Jusos, Judos. Also nicht so eine Kadertruppe wie diese hier. Nee, ich war auch nicht in der Partei. Die Maoisten nannten wir ja damals Chaoten oder Ultralinke und die nannten uns Revis, also Revisionisten, weil wir Moskau hörig waren, mehr oder weniger. So, ne? Moskau war nicht, also der KBW war ja gegen Russland, gegen die Sowjetunion auf chinesischer Seite. Es wurde heftig gekämpft. Man kann es heute nicht mehr ganz nachvollziehen. Wir haben uns bis aufs. Also, das braucht man auch nicht. Nee, man braucht es nicht. Man braucht aber es nicht. Nein, also außer Historiker. Aber es ist heute die filigranen linksradikalen Unterscheidung. Die sind heute nicht mehr so notwendig. Es ist nur dann interessant, wenn einer eben dann doch im Ländle Ministerpräsident wird und so eine Vergangenheit aufzuweisen hat. Frau Kollmann, können Sie uns das erklären? Also auch, was Sie hier sagen, also nicht fotogen haben Sie zurückgenommen, aber nicht charmant und nicht einnehmend. Und genau deshalb hat der Erfolg? Ich glaube ja, weil es gibt ja genug Leute, genug auch bei den Politikern, die sichtbar von dem Wunsch beseelt sind, einen guten Eindruck zu machen, die Leute zu charmieren, partiell die Leute zu manipulieren, die sehr geschmeidig sprechen können und manchmal eine brillante Rhetorik haben. Und wir sind zum Teil also sozusagen Gegenstand der Bemühungen dieser Leute, können das schätzen, also dieses tolle Rhetorische. Aber ein Teil von uns beobachtet doch auch immer, dass wir gerade möglicherweise doch manipuliert ist werden. Ist das echt? Ja. Ist das echt? Was meinen die eigentlich? Und das ist ja auch dieses rhetorisch Brillante ist ja eine Fertigkeit. Das ist eine Fertigkeit, die kann man erwerben. Dafür kann man sich sogar coachen lassen. Und genau das alles, wo man sich coachen lassen kann, ist eigentlich nicht so wertvoll, weil das können ja alle haben. Und man fragt sich dann ja, was bewegt diesen Menschen wirklich? Was ist das Movens? Mhm. Warum macht er die Politik? Und das geht dann doch letztlich zu Winfried Kretschmanns Gunsten aus. Und dass er dann, Sie haben ihn maulfaul genannt, ich meine, das ist ja für einen Politiker eigentlich gar nicht gut, oder? Nein, also so, ich habe, als ich das erste Mal Sie wahrnahm, das war also relativ spät, als Sie schon Ministerpräsidentin wurden, habe ich gedacht, oh, ja, man muss ihm ja eigentlich das ein bisschen so aus der Nase ziehen, was er sagen will. Und es ist nicht, also er hat erkennbar nicht die Absicht, also eigentlich hat er vielleicht auch jetzt gar nicht so eine große Lust auf diese Kameras und auch auf die Selbstdarstellung, die damit verbunden ist. Und eigentlich hat er was von, hier stehe ich, ich kann nicht anders. Also es ist jetzt protestantisch und Sie sind Katholik, aber so einen Eindruck hat er gemacht. Und das ist aber nach der ersten Irritation, die ich zugebe, die ich auch hatte, gewöhnt man sich dran und dann findet man es eigentlich auch, es hat auch was Cooles, es hat was Unverwechselbares, sagen wir mal so. Ein Bruttler? Ein Bruttler. Was ist denn das? Das ist eine schwäbische Eigenschaft, das Brutteln. Das ist, wenn man so ein bisschen missmutig vor sich hin bruddelt halt und wenig sagt, aber tendenziell schlecht gelaunt ist und etwas ungnädig. Und sowas, davon hat er was. Und ich glaube, deswegen, das wird im Schwaben natürlich wiedererkannt und gemocht. Und das ist ein Teil von dem Schwäbischen, ja, was wir so haben. Dann kommt noch die Vorliebe fürs Heimwerken dazu, der Schützenverein. Das sind ja eigentlich Attribute, die man eher den Spießern entgegenhält. Ja. Herr Kretschmann sagt, er ist eigentlich stolz, ein Spießer zu sein oder so ähnlich jedenfalls. Oder er bekennt sich dazu. Auch das stolz ist, muss man sein. Nicht gesagt. Entschuldigung, ich nehme das zurück. Sie bekennt sich dazu. Muss man das sein, um eben im Ländle auch von den Schwarzen geliebt und gewählt zu werden? Ja, man muss es nicht sein, um im Ländle ein Grüner zu sein. Aber wenn man jetzt großen Wert darauf legt, in dieser Koalition gut zu realisieren, sagen wir mal, schadet es nicht mit dem Schützenverein. Mhm. Und auch mit dem Heimwerken schadet es nicht. Mhm. Und es gibt vielleicht Teile, die sonst mehr bei den Grünen zu Hause sind. Also zum Beispiel über Homosexualität wurde gerade geredet. Wenn Sie das offensiv, sagen wir mal, oder auch beiläufig, aber mit Selbstverständlichkeit thematisieren würden, würden Sie vielleicht mehr Menschen dieser schwarzen Ausrichtung verschrecken. Das könnte ich mir schon vorstellen. Denn ich mache schon die Erfahrung, dass, also meine Beobachtung, dass in Baden-Württemberg übrigens
auch in Bayern, die Uhren ein bisschen anders ticken, was das Offenleben von Homosexuellen angeht. Ich nenne sie Kryptolesben und Kryptoschwule. Die sind schon schwul und lesbisch, aber sie möchten nicht so gern, dass es irgendjemand erfährt. Und von dieser Ausrichtung gibt es erstaunlich viele. Und das hat dann komische Auswirkungen. Zum Beispiel am Wochenende fahren sie dann nach Berlin, machen ordentlich einen drauf in der Subkultur, fahren am Sonntagabend wieder zurück und sagen da, und die Mutter sagt dann, ja, sie hat halt noch nicht die richtige gefunden. Oder über den Jungen, ja, ihr halt ein eingefleischter Junggeselle oder so. Und das hat ja was von Doppelleben, das hat was von Doppelmoral und das grenzt eigentlich an Lügen. So. Das ist Vertuschen und das grenzt an Lügen. Aber da müssen Sie als Christ oder auch als Katholik, also sind Sie ja Christ, müssen Sie eigentlich auch was dagegen haben. Haben Sie? Aber das ist, die Zeit ist rum. Das hätte ich halt nicht unterschreiben. Also, Sie glauben, das Schwule ist selbstverständlich in Schwaben. Ich erinnere mich an den Protest gegen diese Bildungsgeschichte also mit den Gender-Dingen, die in die Schule mit eingebracht werden sollten, dass den Kindern also schon früh gesagt wird, es gibt auch Transsexuelle. Da gab es einen Riesenaufstand in Baden-Württemberg. Also der Kreisvorsitzende der CDU von Stuttgart ist homosexuell. Der Fraktionsvorsitzende der CDU in Stuttgart ist homosexuell. Jetzt höre ich auf. Ja. Ich denke immer, wir haben es immer mit den Schwulen und bei der CDU sind sie. Ja. Ja. Das hat mir aber höchsten Respekt abgerungen, also, wie er aufgetreten ist und wie er sich auch von seiner Partei distanziert hat in bestimmten Fragen, also unsere Lebensform betreffen. Das kostet sehr viel Mut. Und nicht alle, man kann nicht bei allen diesen Mut voraussetzen. Gut, aber wir sind nämlich so Hählinger. Was heißt das bitte? Hählinger ist Krypto. Ja, das ist eigentlich schon eine sehr typisch schwäbische Eigenschaft, dass man Häling ist. Also nicht alles vor sich herträgt. Das hat ja auch sein Gutes. Man muss ja nicht immer mit dem, was man tut, alles wie eine Monstranz vor sich hertragen. Der gute Schwabe hat seinen Mercedes in der Garage. Muss nicht jeder sein, der Gange einmal in der Woche. Ist auch gut, dass man mit dem Reichtum nicht protzt, ist nicht falsch. Also man geht nicht mit seiner sexuellen Orientierung nach draußen offensiv und man protzt nicht mit dem Reichtum. Nein, also das ist jetzt mal nicht dasselbe. Okay. Ja. Weil ob man homosexuell ist, ist eine ontologische Frage. Ob man einen Daimler fährt, ist eine reine Willensentscheidung. Ja. Aber es wird oft so gesagt, ja, das ist ja Privatsache. Und ich finde dieses Argument ganz schwierig, denn solange es tatsächlich Diskriminierung gibt, ist es eine politische Angelegenheit und keine Privatsache, ob ich schwul oder lesbisch bin. Und dann möchte ich eigentlich so eine Situation haben, wo jeder das und jede das selbstverständlich leben kann. Und da muss ich Ihnen leider widersprechen. Meiner Beobachtung nach, ich weiß nicht, wie oft Sie in der Gay-Community so unterwegs sind, aber meiner Beobachtung nach ist es noch nicht so weit, wie Sie es gerne hätten. Also ich glaube, spätestens mit dem Protest gegen Stuttgart 21 haben wir gezeigt, dass die Schwaben nicht mehr so verhockt sind. Das stimmt. Sind auch ein Protestierervölkchen geworden. Und wenn man, ich empfehle Ihnen einfach die Schwabenausstellung. Ja, die habe ich mir auch schon vorgemerkt. Unbedingt. Ich bin am Montag in Stuttgart dagegen. Ich meine, was für Typen wir da alles hatten. Und selbst sozusagen unser Nationalheilige, der Schiller, der ist ja schließlich geflohen aus dem engen Stuttgart nach Mannheim. Also Sie sind viele, weiter, als wir viele glauben. Von ich hab's denen verstanden. Sind auf dem Demokratenbuckel eingesperrt, wie sie auf dem Hohen Asperg. Das ist schon alles da, diese Vergangenheit. Aber wir sind doch auch sehr liberal, wenn auch manchmal hählig. Ja. Die Frage ist, ob das ein Exportmodell ist, das außerhalb Schwabens funktioniert. Es wurde immer wieder der Name Kretschmann genannt bei einer der interessanten Fragen in Berlin, nämlich wer wird der nächste Bundespräsident? Wir haben diese Frage einmal einfach vor den Reichstag getragen und haben dort Passanten gefragt, wäre der Herr ein guter Bundespräsident? Können wir den Herrn Kretschmann schon als Bundespräsident vorstellen, durchaus. Weil? Er verkörpert eigentlich eine Bodenständigkeit und denke ich, er repräsentiert eigentlich auch
die Werte, die wir so haben. Er ist souverän, ist der väterliche Typ. Insofern denke ich, wäre es vielleicht schon ein guter Bundespräsident. Er schwebelt ein bisschen zu viel. Mir persönlich wäre er zu alt. Ich hätte gerne jemanden, der ein bisschen jünger ist. Ich glaube, in seinem jetzigen Job wird er mehr aufgehen und mehr zustande bringen. Schwierige Frage. Also ich hätte lieber jemanden, der mehr linke Positionen vertritt. Ich könnte mir ihn gut vorstellen als Bundespräsident, weil er also zu allem seine Meinung sagt, aber sehr ruhig und überlegt. Und Herr Kretschmann, werden Sie ein guter Bundespräsident? Strebe dieses Amt nicht an. Das ist die diplomatische Formulierung Nummer eins. Die Frage lautete aber, wären Sie ein guter Bundespräsident? Das weiß man immer erst hinterher. Würden Sie es denn gern ausprobieren? Nein, ich strebe dieses Amt nicht an, aber ich will einmal mal so sagen, wir hatten schon einen sehr guten schwäbischen Bundespräsidenten, Theodor Heuss, der hat übrigens auch sehr geschwäbelt. Frau Kollmann, die Zeit hat letzte Woche auf den Titel gehabt, es sollen die besten Köpfe um das höchste Amt im Staat sich bewerben, und zwar offensiv. Steinmeier, Schäuble, Kretschmann, da sind ja schon zwei aus Baden-Württemberg dabei. Wäre er ein guter Bundespräsident oder doch Herr Schäuble eher? Was glauben Sie? Nach Steinmeier frage ich Sie jetzt nicht. Steinmeier ist auch wirklich eine Option. Aber fragen wir jetzt nicht Herr Schwaben. Ich glaube schon, dass Herr Kretschmann ein guter Bundespräsident sein könnte. Und zwar, weil ja vom Bundespräsidenten erwartet wird, dass er eben nicht nur für eine Partei steht, sondern für das ganze Land. Und das, was Jakob Augstein vorhin kritisiert hat, wäre in dem Fall dann ein Plus. Mhm. Das ist ja übrigens ähnlich wie bei Angela Merkel, dass viel Zuspruch aus den Reihen kommt, die nicht ihre Partei eigentlich sind. Mhm. So kriegt Kretschmann auch eben von den anderen Zuspruch. Das wäre für als Bundespräsident wäre das keine schlechte Ausgangsbasis, sagen wir mal so. Haben Sie denn darüber mit Angela Merkel im Sommer geredet, dass das Gespräch so lang geworden ist? Oder haben Sie den normalen Fahrplan für Schwarz-Grün geplant? Auch nicht. Es war ein ganz interessantes und vertrauliches Gespräch mit sehr vielen wichtigen Themen grundsätzlicher und tagesaktueller Natur. Also das können Sie ja vorstellen, wenn man vier Stunden miteinander redet, da wird doch vieles gestreift. Und es war schönerweise ein Gespräch ohne Tagesordnung. Bevor Sie noch diplomatischer werden, müssen wir Sie festlegen. Drei Sätze zum Schluss. Bitte vervollständigen Sie diese Sätze, dass Angela Merkel 2017 vielleicht wieder als Kanzlerkandidatin antritt. Fände ich sehr gut. Wenn Erdogan die Todesstrafe in der Türkei wieder einführt? Ist es mit den Beitrittsverhandlungen zur EU zu Ende? Wenn Donald Trump zum US-Präsidenten gewählt wird? Müssen wir uns alle warm anziehen. Vielen Dank, Winfried Kretschmann. Vielen Dank, Maren Kreumann, für den Besuch in dieser Sendung. In der nächsten Woche sind wir dann hier tatsächlich an dieser Stelle, wissen auch dann, wie die Wahl in den Vereinigten Staaten ausgegangen ist und werden darüber diskutieren. In der übernächsten Woche sind Sie, unsere Zuschauer, gefragt. Wir wollen gerne mit Ihnen diskutieren. Unser Thema ist, welche Erfahrungen machen Sie mit dem Islam? Ob Muslime oder Nicht-Muslime, schreiben Sie uns auf unserer Homepage auf maischberger.de. Finden Sie alles, was Sie wissen müssen. Und vielleicht sehen wir uns dann hier im Fernsehen. Jetzt erstmal das Nachtmagazin und Ihnen einen schönen Abend, den beiden Gästen und Ihnen zu Hause auch.